Zu handgemachter Bar- und Lounge-Music hat sich in der Messe Basel anlässlich der IGEHO nicht weniger als 600 Branchenkenner zum Apero vom Best of Swiss Gastro 2005 getroffen. Best of Swiss Gastro ist eine einzigartige Auszeichnung, die in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal erfolgreich durchgeführt worden ist. Die innovativsten unter der Schweizer Gastronomie-Szene sind maßgeblich von ihrem Publikum an dieser Awardnacht belohnt worden. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Insgesamt 10 angebotsspezifische Kategorien sind zur Auswahl gestanden. Pro Kategorie hat es 3 nominierte Betriebe gegeben. Die Sieger sind vom smarten Moderator auf die Bühne gebeten worden. In der Kategorie Classic gewinnt der Lindenhof-Keller, der im Herzen der Altstadt von Zürich liegt. In der Kategorie Gourmet heisst der Sieger Restaurant Alexander in Luzern. Die Lounge du Theater in Bern ist trendy und gewinnt deshalb in dieser Kategorie. Der Newcomer-Preis geht nach Zürich. Es freut sich die Verantwortlichen von Michio Restaurant und Takeaway. Coal Mine Coffee und Bar hat in der Kategorie Coffee abgeräumt. Der beliebte Pokal geht nach Winterthur. In der Kategorie Systemgastronomie nehmen St. Galler Gastwirt die beliebte Auszeichnung mit in die Ostschweiz. Das Palavrion ist eine beliebte Bar in Zürich und gleichzeitig der Gewinner in der Kategorie Bar. Wer in Basel regelmäßig um die Häuser zieht, der kennt die Bar Rouge, die in der Kategorie Club gewonnen hat. Sub kommt in Basel sehr gut an, so gut sogar, dass es für die Nomination und den Sieg in der Kategorie Takeaway gelangt hat. Family wird in Graubünden schön und gross geschrieben. Bella Luna Restaurant, Bar und Kulturhaus heisst der Sieger in der Kategorie Family. Abschließend fällt der Meister über alle Klassen, derjenige Betrieb also, wo der Sieger Best of Swiss Gastro 2005 über alle Kategorien ist. Es ist Lounge Du Theater in Bern mit dem Remo Neuhaus und seinem Team. Herzlichen Applaus. Ja, herzliche Gratulation. Naheliegende Frage, wie fühlt ihr euch? Super. Wunderbar. Ich hätte es nicht erwartet, dass ich mich so gut fühlen kann nach so einem Abend. Ja, was hättet ihr denn erwartet? Gar nichts. Also es ist wirklich völlig locker dahergekommen. Wir haben miteinander Spass gemacht, wie und was. Und darum sind wir jetzt so ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Ich bin völlig überrascht, das ist eine super Sache. Ja, ja, also wir haben wirklich Spass gemacht den ganzen Tag. Wir haben nicht gewusst, was wir anlegen, ob wir echt auf die Bühne müssen. Das müssen wir sowieso nicht, also können wir in Leger-Töne kommen. Und wir sind wirklich sehr gut überrascht. Voller Lob und positiv überrascht vom regen Feedback aus der Branche ist auch der Mann, der Best of Swiss Gastro zum zweiten Mal moderiert hat. Sinneszeichen, Restaurantbesitzer und Gourmet. Die Tatsache, dass sich sehr viel mehr Betriebe gemeldet haben, auch die Tatsache, dass es medial ist extrem stark wahrgenommen wurde und dass über 25'000 Leute sich auch per Internet, Postkarten, SMS gemeldet haben, hat diesem Preis jetzt wirklich eine Bedeutung gegeben, die nicht nur die Szenen intern ist, sondern auch das Publikum interessiert, wo schliesslich können sie ihre Stimme abgeben. Ich habe schon bei mir eine Begrüßung gesagt, das ist eine gewaltige Steigerung zu der ersten Durchtragung und ich glaube, man kann es schon fast nicht mehr toppen, aber ich denke, im dritten Mal wird es der absolute Highlight in der Gastrobranche. Der Weg zum absoluten Highlight in der Gastrobranche ist neben viel persönlichem Engagement, aber nur dank grosszügiger Sponsoren möglich. Sponsoren also, die das innovative Projekt finanziell unterstützen. Die zweitgrösste Brauereigruppe der Schweiz ist da dabei, ganz vorne mit dabei. Wir haben festgestellt seit Jahren, dass wir nur mit einer Preisliste und einem Fläschchen Bier nicht mehr einfach so verkaufen können. Es braucht ein Netzwerk dazu. Man muss die Leute kennen, die in der Gastronomie tätig sind. Und für uns ist Best of Swiss Gastro eine der Plattformen, die wir denken, die wir so gut nutzen können.
Welchen Wert messen Sie Best of Swiss Gastro der Schweizer Gastroszene bei? Also was ich gut finde, ist, dass es ein unabhängiges Werk ist von privaten Initianten. Und demzufolge muss jeder, der mitmacht, muss sich mit dem speziell auseinandersetzen. Und wird sich gut überlegen, was er macht. Er ist nicht vom Verband gesteuert. Und so weit muss ich sagen, finde ich es grundsätzlich gut und hat für mich den grössten Wert, wenn es Privatinitiatoren sind, als wenn es irgendwie so, ich bin dort Mitglied und jetzt mache ich halt da mit. Das muss sich jeder genau überlegen, will ich das oder nicht. Und darum denke ich, es hat sehr einen grossen Wert. Zu den privaten Initianten von Best of Swiss Gastro gehören auch die zwei Herren. Der George Twerenbold und der Gastrofacts-Mann Andreas Krummes, wo ihren Schützling Best of Swiss Gastro vor 2 Jahren aus der Taufe gehoben haben. Man kennt Guy Bleu und Guy Mieux, Gut Mieux, und das sind Auszeichnungen. Und Best of Swiss Gastro soll sich auch etablieren, dass man stolz ist, Best of Swiss Gastro an der Tür kleben zu haben. Best of Swiss Gastro wird 2 Jahre alt, das ist 2 Jahre alt geworden. Inwiefern hat sich der Award entwickelt? Ich glaube, man muss auch 2 Teile anschauen. Das eine ist der Waffeleich für sich selber, der sicherlich wieder in Qualitätssteigerung war und sicherlich eine riesige Herausforderung für die Wendler wird sein, das nächste Jahr das Ganze zu steigern. Und das andere, was sicherlich auch eine Herausforderung ist, die 297 Betriebe, die sich das letzte Jahr beworben haben oder das Jahr beworben haben, das nächste Jahr wieder zu stoppen. Also ich denke, die Message ist eigentlich heute auch ein bisschen klar gesagt worden von 2 wichtigen Personen in der Branche, von einem Eschbacher und Herrn Dallhäuser. Die Branche unterstützt das Projekt. Wir sind 2 Privatpersonen, womit aus der Branche kommen. Das ist auch so der Ansatz, aus der Branche, mit der Branche, für die Branche. Ich denke, aus der Branche, für die Branche haben wir geschafft. Mit brauchen wir vielleicht noch ein bisschen Hilfe zum Schieben.